Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem großen Schlafsack-Video. Ich werde es wahrscheinlich eine kleine Schlafsackkunde nennen, aber es ist eine große Schlafsackkunde. Und ich werde mal ein bisschen durch die Historie des Schlafsacks, insbesondere diejenigen, die ich habe, was ich nicht habe, kann ich natürlich nicht zeigen, einen kleinen Abstecher mit euch unternehmen und so ein paar Dingelchen zu Schlafsäcken noch erklären. Da gibt es ja auch einige Gerüchte und ja. Halbwahrheiten dieses Thema betreffend. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt mehrere Semester Schlafsackkunde studiert hätte, aber in Schlafsäcken übernachten regelmäßig tue ich immerhin seit 16 Jahren inzwischen. Und ja, da hat sich jetzt ein bisschen was an Wissen angesammelt und auch eine etwas überschaubarere Zahl von Schlafsäcken. Man kann es noch an zwei Händen abzählen. Aber es ist immer gut genug, Schlafsäcke zu haben. Sollte die Welt untergehen und eine Gruppe Überlebender bei mir im Keller landen, dann habe ich schon gleich genug Schlafsäcke für 8 Leute. ja, es darf nur nicht zu kalt werden. Nicht jeder dieser Schlafsäcke ist unbedingt für sämtliche Temperaturen geeignet. Deshalb sind es ja auch 8, weil man immer wieder, oh, ich brauche einen besseren und oh, einen spezielleren und so weiter. Und dann sind es halt dann irgendwann mal 8. Und ich werfe ja nichts weg. Zumindest nicht, solange ich noch genug Stauraum habe, um das irgendwo unterzukriegen. Und dankenswerterweise haben ja irgendwelche Verwandten immer noch irgendwo ein Plätzchen im Keller für meine Schlafsäcke gefunden und demzufolge, ja. So, zu Schlafsäcken muss man jetzt als allererstes mal darauf hinweisen, dass es ja dieses schöne Temperatureinteilungssystem gibt. Also diese Angaben, bis wie viel Grad der Schlafsack denn warm hält. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr euch schon mal ein bisschen mit dem Schlafsack auseinandergesetzt habt. Wer schon Experte ist auf dem Gebiet der Schlafsäcke, für den ist dieses Video halt hoffentlich eventuell ein bisschen unterhaltsam. Was dazulernen werdet ihr dann wahrscheinlich nicht mehr. Für den Anfänger, der sich einen Schlafsack zulegen möchte, oder überlegt, sich jetzt einen besseren Schlafsack zuzulegen, da kann ich, glaube ich, die eine oder andere halbwegs sinnvolle Information beisteuern. Gut, aber zurück zu diesem Temperatursystem. Früher hatten wir mal im Schlafsackbereich, also als ich angefangen habe mit dem ganzen Outdoor-Zeug, das war, ich glaube, ziemlich genau im Jahr 2000, ja. Ja klar, seit 16 Jahren. Nach Adam Riese im Jahr 2000. gab es nur ein Komfort- und Extremtemperaturangabe auf den guten Schlafsäcken. Damals wie heute gibt es bzw. gab es auch Schlafsäcke, die überhaupt keine Temperaturangabe irgendwo am Schlafsack zu finden haben. Solche Dinger können vielleicht interessant sein als Hüttenschlafsack, Indoor-Schlafsack, als quasi Bettwäsche in Jugendherbergen oder in irgendwelchen Hostels, die die Bettwäsche nur zu horrenden Preisen zusätzlich anbieten. Solche Sachen, also gerade so ein Aldi-Schlafsack und so weiter und so fort. Ich persönlich habe da nur Schlechtes bisher drüber gehört. Es gibt ja bei Aldi durchaus hin und wieder auch mal ein Schnäppchen, was dann auch durchaus was taugt, so zumindest für mittlere Ansprüche. Aber mit den Schlafsäcken, wie gesagt, da habe ich bisher wirklich nur Schlechtes gehört. Die haben auch oft gar keine Temperaturangabe drinnen. Da weiß man nicht genau, worauf kann man sich jetzt verlassen. Man muss sich erst so langsam vortesten, um rauszufinden, welche Temperatur, ja, denn da überhaupt noch geeignet ist. Und das Temperaturempfinden, dazu kommt man noch ganz ausführlich, einzelner Leute ist ja auch hoch unterschiedlich. Aber damals gab es jedenfalls noch, und solche Schlafsäcke werdet ihr auch häufig noch gelegentlich finden, Komfort und Extrem als Temperaturangabe. Da war dann Komfort meinetwegen 0 Grad und Extrem minus 20 beispielsweise jetzt mal. Ein Fehler, der damals häufig gemacht wurde und den heute vielleicht auch der eine oder andere vielleicht eventuell immer noch machen könnte, soll ja vorkommen, ist, dass man diese Extremtemperatur für irgendwie nützlich hält. Die ist völlig für den Eimer. Weil die Angabe extrem ist damals wie heute, also wir haben jetzt heute ein anderes Klassifikationssystem, dazu komme ich gleich nochmal, immer so gedacht gewesen, das ist die Temperatur, bei der man gerade so nicht erfriert. Also eine gute Chance hat, die Nacht irgendwie zu überleben, wobei es möglich ist, dass man da durchaus völlig auskühlt und unterkühlt und entsprechende Konsequenzen daraus ziehen kann. Aber es sollte auch noch nicht zu Erfrierungen kommen.
sollte. Also das Risiko dafür sollte noch gering sein. Es darf schon ein Risiko vorhanden sein, dass es dazu kommen kann. Also vergesst diesen Wert. Das ist was, was man im Hinterkopf haben kann, wenn man tatsächlich in einem Schneesturm irgendwo in den Bergen überrascht wird und die Temperatur wirklich in den tiefsten Keller fällt. Dann ist es natürlich schön, dass man einen Schlafsack hat, der eine Extremtemperatur von minus 50 oder was auch ich, was weiß ich, aufweist. Aber kalkulieren darf man damit nicht. Es sollte also beim Schlafsackkauf keine Rolle spielen. Das gleiche gilt übrigens für das neue System auch. Das unterscheidet zwischen einer Komforttemperatur und einer Komfortlimit-Temperatur. Beziehungsweise die erste Komforttemperatur heißt doch mal irgendwie anders. Ist auch nicht so wichtig. Es sind immer drei Temperaturangaben eben. Die erste, die zweite und die dritte. Die dritte ist wieder die Extreme. Die können wir ignorieren. Die würde ich jetzt im weiteren Verlauf dieses Videos nicht mehr von mir erwähnt. Punkt. So, und Komfort und Komfortlimit setzen sich dann so zusammen, dass Komfort der Wert ist, bei dem eine durchschnittliche Frau, die 25 Jahre alt ist, ich glaube 54 Kilo wiegt und 1 Meter irgend 60 und ein paar zerquetschte groß ist, dass die gerade so noch nicht friert. So hat sich das errechnet. Das wird im Labor geprüft, eben mit den Durchschnittswerten dieser Durchschnittsfrau, die sie da rechnerisch zusammengesetzt haben. Und deren Wärmeempfinden wird dann halt quasi auf die entsprechenden Werte eines jeden Schlafsacks, der heutzutage auf dem zivilen brauchbaren Outdoor-Markt kommt, nicht unbedingt eben bei Aldi, wird das übertragen. Wenn also diese Werte dastehen, dieses Prüfverfahren für den Schlafsack überhaupt durchgeführt wurde, ist übrigens eine Norm, also eine Europäische Unionsnorm eben. Und ja, das wäre die Sache mit der Frau. Der Komfort-Limit-Bereich ist dann das gleiche für einen durchschnittlichen Mann, der da, glaube ich, 1,78 Meter groß ist, 70 Kilo wiegt und auch 25 Jahre alt ist. Und ja, auch da eben der Wert, an dem dieser statistische Durchschnittsmann noch gerade eben nicht friert. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel: Schlafsack, der hätte minus 2 für die Frau, minus 8 für den Mann. Den Rest erwähne ich ja nicht mehr. Und jetzt ist allerdings das Wesentliche, was man unbedingt wissen muss bei diesem Test, auf dem diese Werte eben beruhen, dass man für sich selber irgendwo wissen muss, ob man der Durchschnittsmann oder die Durchschnittsfrau ist oder was genau man jetzt denn eigentlich ist. Wenn man zum Beispiel ein super durchtrainierter Ultrasportner ist, der nur aus Muskelmasse besteht und demzufolge heizt wie Sau und von seiner Freundin immer zu hören bekommt, er möge doch bitte auf dem Boden schlafen, weil er zu warm wäre. So jemand kann sich vielleicht eventuell auf den Durchschnittswert des Durchschnittsmannes sogar noch mal ein paar Grad abziehen und schläft in unserem Beispielschlafsack von minus 8 Komfortlimit auch bei minus 12 vielleicht noch super angenehm und hat überhaupt keine Probleme. Dass das mit der Frau unter Umständen schwieriger ist, also dass die einfach einen deutlich anderen höheren Wert in dem Fall, weil man in der negativen Temperaturskala denken muss, das ist gar nicht so einfach, haben, liegt halt einfach daran, dass Frau ein anderes Muskulatur-zu-Fett-Verhältnis hat, nämlich vergleichsweise weniger Muskulatur zu vergleichsweise mehr Fett, zumindest durchschnittlich, als das bei uns Männern der Fall ist. Es sei denn, wir werden alt und essen gerne Cheeseburger aus Dosen. Naja, aber trotzdem, so rein statistisch gesehen ist es ja dann doch und auch in der Realität ja oft so, dass man, selbst wenn man gerne Cheeseburger aus Dosen isst, dann trotzdem immer noch mehr Muskeln hat als Frau, die sich nur von Blattsalat ernährt. Das ist natürlich jetzt wieder total schwachsinnig, dass ich das so verallgemeinere. Aber so ist es halt eben nun mal in diesem Test auch. Und das beruht schon auf wissenschaftlichen Tatsachen. Frau friert nun mal meistens dann doch schneller als unsereins. Auch meine persönlichen Erfahrungen mit kalten Frauenfüßen beweisen das. Wobei, das ist ja wieder eine subjektive Erfahrung. Das muss nicht unbedingt jetzt wissenschaftlich korrekt gewesen sein mit den kalten. Ah, kalte Frauenfüße, furchtbar. Egal. So. Das bedeutet, wir müssen erstmal uns selber quasi in diesem System einordnen können.
Wir müssen schon mit genügend Schlafsäcken bei den entsprechenden Temperaturen draußen gepennt zu haben, um mit Sicherheit sagen zu können, dass wenn wir in eine Region gehen, bei der wir durchschnittlich minus 10 Grad erwarten, wir dann mit einem Schlafsack, der einen minus 10 Komfort-Limit-Bereich hat, dann auch zurechtkommen, weil wir wissen, wir sind ungefähr dieser Durchschnittsmann. Das kann man nur mit Erfahrung rausfinden. Aber was man so einigermaßen machen kann, ist halt eben so einschätzen, so im Vergleich mit anderen Menschen, mit denen man draußen irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt steht und Glühwein trinkt. Wenn jetzt der Hans schon friert und der Fritz noch nicht und der Dieter nicht mal dran denkt, dass es überhaupt irgendwie kalt sein könnte, dann kann man da schon mal so schauen, wie es einem denn im Vergleich zum Dieter und zum Hans so geht. Und wenn man dann so in etwa auch der Fritz ist, oder zum Beispiel wirklich der Fritz, dann weiß man, man ist ungefähr so der Durchschnittsmann. Also so ganz grob. Ich habe das mal so betrieben, deswegen kann ich auch sagen, dass ich so in etwa der Durchschnittsmensch bin. So, aber jetzt ist es so, dass dieser tolle Laborwert erstens mal in einem windstillen Raum ermittelt worden ist. Also, sobald man irgendwo mit einem Tarp bivakiert, wo man immer eine gewisse Luftzirkulation drunter erwarten darf, dann liegt der Wert schon mal ein bisschen höher. Sprich, die minus 8 unseres Beispielschlafsacks erreicht er dann schon nicht mehr, dann sind es vielleicht nur noch minus 5, wenn auch nur ein leichtes Windchen geht. Selbst wenn der Schlafsack eventuell winddicht ist, die schlafsacknahe Temperatur wird vom Wind trotzdem davongetragen, das ist immer ein Faktor. Also selbst wenn, wie gesagt, selbst bei einem winddichten Schlafsack. Mit einem Biwaksack, der nochmal eine zusätzliche Hülle darstellt, kann das deutlich abgemindert werden, der Einfluss des Windes, aber spielt dann immer noch eine gewisse Rolle. Und wenn es viel Wind wird, dann wird es irgendwann auch ein enormer Faktor. Im Zelt wiederum, wo nur eine ganz geringe Luftzirkulation zu erwarten ist, je nachdem, wie man das Zelt halt aufgebaut hat und was für ein Zelt, ist man dann schon sehr nah an diesem theoretischen Wert vom Wind her. Was dann ebenfalls mit dieser Norm, diese Temperaturangabe nicht berücksichtigt wird, ist das Schlafverhalten des jeweiligen Schläfers. Soll heißen, wenn es sich jetzt um einen super unruhigen Schläfer handelt, der ständig sich hin und her wälzt, was dazu führt, dass er natürlich im Schlafsack sich verlagert, der Schlafsack verlagert wird und jedes Mal, wenn sich da im Schlafsack nennenswert was bewegt, geht immer ein bisschen Wärme verloren, weil dann ein wenig Luft aus dem Schlafsack rausgedrückt wird und dann logischerweise durch kalte Luft von draußen ersetzt wird. Also je öfter man sich durch die Gegend wälzt im Schlafsack, desto schlechter ist es. Ja, das ist eigentlich, glaube ich, relativ selbsterklärend und eben auch dieser Faktor wird bei diesen Testschlafereien da nicht so ganz berücksichtigt. Man darf also immer davon ausgehen, dass der Komfort-Limit-Bereich wirklich so ein Grenzfall ist und man im Regelfall wahrscheinlich nicht zu demjenigen gehören würde, der dieses Limitniveau wirklich absolut erreicht unter Praxisbedingungen draußen im Wald und dann auch noch unterm Tarp. Es ist also generell auch für uns Männer aus Sicherheitsgründen keine ganz so doofe Idee, wenn wir uns am dem oberen Komfortbereich, also dem Wert für die Frauen, orientieren und unseren Schlafsack dementsprechend auswählen für die Regionen, die wir wollen. Also wenn wir mit 0 Grad rechnen, dann sind wir mit einem Schlafsack, der einen oberen Komfortwert von 0 Grad und einen unteren von minus 8 hat, durchaus gut ausgestattet. Da haben wir dann auch noch einen gewissen Spielraum nach unten. Kann ja besonders in den frühen Morgenstunden nochmal erheblich viel kälter werden, als das so im Tagesdurchschnitt bzw. im Nachtdurchschnitt der Fall ist. Und da ist immer einen gewissen Puffer zu haben, definitiv eine gute Idee. Jo, das wäre jetzt also die Sache zu diesen Temperaturangaben, die ich erzählen wollte. Weitere theoretische Abhandlungen zum Thema Schlafsack folgen dann im Laufe des Videos, wenn ich euch mal ein paar von den Dingern gezeigt habe. Und damit fangen wir jetzt mal an. So, und dann zeige ich euch jetzt halt mal, was ich in Schlafsäcken so habe und werde an gegebenen Stelle dann dazu noch ein bisschen was erzählen. Dieses Ding hier in diesem wunderschönen Muster ist ein 40-jähriger Deckenschlafsack. Das war das Ding, was meine Eltern, als es mich noch nicht gab, in Norwegen dabei hatten. Ich glaube, ich war da schon in Planung, weiß ich nicht so genau, wie dem auch sei. Es handelt sich wirklich um eine Decke.
Man kann sich jetzt mit dem Schlafsack im geschlossenen Zustand auch schon einfach zudecken, weil der ist anders als die modernen Mumienschlafsäcke rechteckig, wie man hoffentlich so halbwegs erkennen kann. Man kann es, glaube ich, erahnen. Ich muss euch da jetzt keine Großaufnahme von zeigen, diese Dinger sind eh hinfällig. Der ist tatsächlich warm, weil er einfach eine warme Decke darstellt, sozusagen eine zusammengelegte und mit einem Reißverschluss verschließbare Bettdecke ist das. Nichts anderes. Und die ersten einfachen Schlafsäcke waren auch nichts anderes. Der Schlafsack hat sich einfach aus einer Decke entwickelt, in die man sich, wenn man draußen liegt, natürlich möglichst dicht einwickelt und dann das Problem hat, sobald man sich bewegt, wer schon mal mit einer Decke im Walde übernachtet hat, und den Schlafsack zum Vergleich kennt, weiß, wie scheiße das eigentlich ist, beziehungsweise wie scheiße das sein kann, weil man halt rollt sich irgendwo hin und zack, liegt wieder ein Stückchen Körper frei, weil die Decke etwas weggerutscht ist. Wenn es eine super große Decke ist, dann ist es auch blöd, weil dann liegt sie überall auf dem Waldboden auf, bleibt nicht auf der Isomatte. Man schwenkt sich sozusagen die Schnecke unter die Decke und dann kriecht die überall rum und das ist nicht so schön. Und deswegen ist man relativ schnell auf die Idee gekommen, dass es doch eine gute Idee wäre, eben diese Decke sozusagen zu einer Art Sack umzufunktionieren. Ich habe leider nicht rausgefunden, wann der Schlafsack erfunden worden ist. Das Prinzip wird wahrscheinlich so alt sein, dass damals noch kein Mensch auf die Idee gekommen ist, irgendwelche Patente anzumelden. Wahrscheinlich werden schon irgendwelche Jungsteinzeitler auf die Idee gekommen sein, sich irgendwelche Felle in eine sackförmige Form zusammenzunähen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es das da schon gegeben hat. Wir wissen es nicht. Das Problem ist, was sich aus dieser Zeit, deshalb heißt sie ja Steinzeit, erhalten hat, sind im Wesentlichen eben die Steinwerkzeuge, die die da verwendet haben, wenn die sich irgendwelche Häute zusammengenäht haben. Davon ist absolut nichts übrig. Das Gleiche gilt für die anderen Epochen danach. Erst als was aufgeschrieben wurde, könnte es sein, dass man irgendwo eventuell ein Gedicht findet, in dem es um die Liebe im Schlafsack geht. Keine Ahnung, möglicherweise. Ovid hat übrigens einen ganzen Haufen ziemlich erstaunlich freizügige Texte geschrieben zum Thema Liebe. Das lohnt sich wirklich, da mal ein paar Übersetzungen sich anzuschauen. Ovid ist ein Begriff, wenn ich google den mal. Ich habe leider das Problem, dass ich ziemlich kulturell gebildet erzogen worden bin und jetzt so kranke Störungen habe, wie spontanes Zitieren von Shakespeare oder Goethe oder furchtbar. Und kein Mensch versteht mich, was ich dann immer sage, weil kein Mensch weiß, dass das ein Zitat von Shakespeare oder Goethe oder sonst was gewesen ist. Mein Leben ist hart. Zurück zum Schlafsack. Ganz einfaches Ding. Wenn man den aufmacht, dann kann man ihn auch als wirklich stinknormale Decke, wie jede andere Decke auch, sich quasi über die Schulter werfen. Hier ist er jetzt noch zu. Oh, und er hat innen drin Special Feature Signalfarbe. Das war Absicht. Also ich kann meinen Vater ja nicht mehr fragen, warum er das Ding damals gekauft hat, aber ich bin mir sicher, dass die olle Signalfarbe Absicht war, weil meine erste Ausrüstung, die ich mir kaufen durfte, da war er auch immer begeistert, sobald irgendwas rot oder orange oder irgendeinen anderen grässlichen Farbton gehabt hat, weil ihm irgendwie dieser Signalfarbenfaktor wichtig gewesen zu sein scheint. Heutzutage versuche ich möglichst unauffällig zu sein. Mein aktuelles Schlafsacksystem hat diese Farbe. Aber gut, das ist ja nicht weiter dramatisch. Ja, also dann noch ein paar allgemeine Worte, da ist das mein einziger Deckenschlafsack ist, mal davon abgesehen, dass er halt eben alt ist, zu den unterschiedlichen Schlafsackformen. Die drei Grundtypen, die man unterscheiden darf, sind eben dieser Deckenschlafsack, diese Urform, die zusammengelegte Decke, die irgendwie fixiert ist, damit sie nicht dauernd aufgeht. Dann gibt es den eiförmigen Schlafsack, der ist irgendwie so ein Intermediärtyp zwischen eben Decke und Mumienschlafsack. Er hat schon eine gewisse anatomisch an den Körper angepasste Form, aber eben noch nicht so krass, da ist schon relativ viel Platz drin und man kann sich dann noch recht ganz gut im Schlafsack auch umdrehen, ohne dass der Schlafsack sich mitdreht. Und der Schlafsack, der für sämtliche Outdoor-Aktivitäten als einziges interessant sein könnte, ist der Mumienschlafsack. Und jeder Outdoor-Schlafsack, der sich auch nur ansatzweise so nennt, ist ein Mumienschlafsack. Vielleicht auch mal so ein eiförmiges Ding.
Decken und Eierschlafsäcke sind nur für relativ warme Regionen geeignet. Wer wohin will, wo es kalt ist und dann auch wirklich unbedingt einen Schlafsack braucht, da kommt nur die Mumie in Frage. Es gibt jetzt allerdings noch einen moderneren Ansatz zu einem speziellen Schlafsacksystem, also ein neues, das kein Rückteil hat, also keine Rückseite. Bisher sind so die gängigen Schlafsäcke auf allen Seiten gleich gut isoliert, sodass man quasi auf dem Bauch liegen kann, auf der Bauchseite, und der Rücken ist genauso gut isoliert wie die Vorderseite. Oder man kann auf der Seite liegen und hinten und vorne, und auf der anderen Seite, auf der man nicht liegt, ist man genauso gut isoliert wie überall sonst. Auf gut Deutsch, man hat einfach eine Flexibilität, wie man liegen möchte, wie man schlafen möchte. Das ist ein wesentlicher Komfortfaktor. Für mich zum Beispiel, ich wechsle gerne im Schlaf mehrfach die Seite. Ich bin, wenn ich kann, Bauchschläfer. Wenn das nicht geht wegen Schlafsack, das ist schon ziemlich schwierig, da auf dem Bauch zu schlafen. Wenn es richtig warm ist, dann decke ich mich da nur halbwegs mit zu und dann geht's. Aber sobald es einigermaßen kalt wird und man das Ding wirklich komplett zuziehen muss, dann wird es mit dem Bauchschläfertum äußerst schwierig. Dann bin ich Seitenschläfer, funktioniert auch, muss aber im Laufe der Nacht hin und wieder mal die Seite wechseln. Ist für mich also schon ein Faktor, dass das geht, dass man sich in dem Ding noch so halbwegs bewegen kann oder eben mit dem Ding bewegen. Das ist ja beim Mumienschlafsack das Problem, dass man sich im Schlafsack in der Position nicht groß verändern kann, wenn man die Kapuze auf hat und zu hat, weil dann kriegt man wenig Luft. Weil dann hockt man eben halt nicht mehr mit dem Gesicht an der Öffnung, sondern unter Umständen guckt man sozusagen in die Kapuze. Deshalb muss sich der Schlafsack mitbewegen und dann muss er auf allen Seiten gleich gut isoliert sein. So, aber jetzt dieser moderne Ansatz, den es da jetzt gibt, besteht eben darin, dass man die Schlafsackrückseite, nehmen wir mal schnell einen anderen Schlafsack, falsches Ende, nee doch, richtiges Ende. Also ihr seht, hier ist offensichtlich vorne, und der Ansatz besteht jetzt darin, dass man dem Ding die Kapuze noch normal ausfüttert und so weiter, aber den Rest vom Rücken, also ab hier quasi so gut wie gar kein Isolationsmaterial mehr einfüllt, um Gewicht zu sparen, weil auf dem Rücken, der Rückenmaterial, das liegt man ja platt, als ein Mensch, der wirklich ein reiner Rückenschläfer ist und sich des Nachts auch nicht umdreht. Das bedeutet, das Rückenteil isoliert quasi gar nicht, weil man die ganze Zeit da nur drauf liegt und am Rücken aber ja auch genau aus diesem Grund eben eine Isomatte hat. Und deshalb eben kam da so ein findiger Kerl auf die Idee, man braucht im Rücken überhaupt kein Isolationsmaterial, weil man liegt ja die ganze Zeit mit dem Rücken auf der Isomatte, die halt nicht platt gedrückt wird, weil es halt aus einem festeren Schaum besteht, als das bei so einem Schlafsack möglich wäre. Ja, das ist also so der moderne Ansatz. Bisher wurde das verwirklicht als tatsächlich ein Schlafsack, der auf der Rückseite nur aus einem dünnen Stoff besteht. Und es gibt auch Modelle, die quasi auf der Rückseite aus einer Tasche bestehen, wo man seine aufblasbare Isomatte einschiebt. So ähnlich gibt es das auch bei Biwaksäcken, die da auch auf der Rückseite extra so ein Fach haben, wo man dann die Isomatte reinschiebt. Und ja, das ist also jetzt so der allermodernste Scheiß sozusagen bei Schlafsäcken. Aber das kommt halt wirklich nur dann in Frage, wenn man sich nicht durch die Gegend wälzt des Nachts. Und wenn ich nur auf dem Rücken liegen müsste, ich glaube, ich könnte da überhaupt nicht schlafen. Vielleicht irgendwann, wenn ich völlig erschöpft wäre. Für mich ist das vorläufig erstmal keine Option. Vielleicht wird es das eventuell irgendwann mal sein. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie weit diese Entwicklung in dem Bereich überhaupt schon ist. Will momentan noch ganz, gibt es wenig Leute, die das überhaupt haben wollen. Deshalb schreitet die Entwicklung auch nur sporadisch voran. Okay. Das waren also die Schlafsacktypen, für uns halt eben jetzt interessant, und alle anderen Schlafsäcke, die ich jetzt euch jetzt zeige, sind Mumienschlafsäcke. Und zu so einem Mumienschlafsack muss man jetzt sagen, der hat halt eben diese klassische Mumienform. Jetzt bin ich hoffentlich weit genug weg, dass man das sehen kann. Ups. Kennt ja aber auch jeder. Der ist halt quasi an den Schultern ein bisschen breiter geschnitten, hat in der Regel eine Kapuze, die bei zivilen Schlafsackmodellen meistens eine recht große Öffnung hat, und verläuft dann quasi von an den Schultern etwas breiter über. Es gibt spezielle Frauenmodelle, die dann an der Hüfte noch mal etwas breiter werden zum Fußbereich, der dann logischerweise unten relativ schmal ausläuft. Auch da gibt es wieder Modelle, die im Fußbereich noch mal extra viel Platz haben für Menschen, die gerne besonders viel mit den Zehen wackeln.
Denn im Fußbereich ist es halt wichtig, dass man gerade mit einem doch relativ schnell auskühlenden Körperteil wie einem Zeh nicht ständig an die Außenhülle des Schlafsacks stößt, beziehungsweise die Außenhülle des Schlafsacks nicht zusammendrückt, weil dann kommt da ja wieder eine Kältebrücke zustande, eine dünne Stelle, wo halt eben das Isolationsmaterial wieder zusammengedrückt wird, das gleiche Problem wie am Rücken, und man kriegt sehr schnell dann halt eben wieder die berühmten kalten Zehen. Und wer schon mal des Nachts von einem kalten Frauenfuß geweckt wurde, der weiß, wovon ich spreche. Schlimm, diese kalten Frauenfüße. So, das Gute ist, wenn Frau im Schlafsack neben einem liegt, dann kommt sie mit den kalten Frauenfüßen nicht in den Schlafsack desjenigen, der neben ihr liegt. Deshalb schlafe ich so gerne draußen. was auch nochmal ein klassisches Bauteil, ein mögliches klassisches Bauteil eines Mumienschlafsacks ist und meiner Meinung nach durchaus ein Qualitätsmerkmal, das bei den allermeisten Mumienschlafsäcken eine große Rolle spielen sollte, meiner persönlichen Meinung nach, ist der sogenannte Wärmekragen. Also ich zeige euch jetzt mal die so Standardbauteile eines Mumienschlafsacks eben an diesem Beispiel. Der sitzt hier quasi zwischen, also hier ist die Kapuze, das Ding hier ist der Wärmekragen. Ihr seht, das ist wirklich so ein zusätzlicher Kragen eben, der da aufgenäht ist, der dann, wenn man den Schlafsack zumacht, einem so um den Hals drum liegt. Sinn und Zweck der Veranstaltung ist, dass die Wärme, die vom Oberkörper und dem Rest des Körpers abgegeben wird, eben nicht sozusagen am Kopf vorbei aus dem Gesichtsloch herausströmt und dann weniger Wärme verloren geht. Man macht also quasi unterm Kopf dicht und schließt um seinen Hals mit diesem Wärmekragen ja bündig ab. Das ist auch wieder was umstritten ist. Es gibt Leute, die können so einen Wärmekragen überhaupt nicht ab. Meine Reisegefährtin auf meiner Schottland-Tour, dazu gibt es ein Video. Ich habe versprochen, sowas in Zukunft zu verlinken. Wenn ich dran denke, mache ich es. die hatte zum Beispiel, oder hat immer noch gewisse Probleme, eben mit solchen Wärmekragen. An sich ist das schon kuschelig, sie mag das auch, sie kann da auch gut schlafen, aber sie fühlt sich nicht wohl, wenn sie so eingeengt ist, und das ist man ja durch so einen Wärmekragen schon. Und das führt halt eben dann auch dazu, dass man unter Umständen nachts aufwacht und Angst hat, dass man keine Luft mehr kriegt und irgendwie das Gefühl hat, man wäre so eingeengt, dass man erstickt. Das ist ein weit verbreitetes Phänomen. Ich habe mich da mal schlau gemacht. Also das ist nicht nur das Problem meiner besagten Reisegefährtin, sondern das kommt relativ häufig vor. Und das wird natürlich noch dadurch verstärkt, dass so ein Wärmekragen fast immer noch so einen Kordelzug hat, mit dem man den halt auch noch schön weit zusammenziehen kann, damit der auch ja, so wie in diesem Fall jetzt, das wäre jetzt quasi das Halsloch hier, super eng, anliegt. Und das ist so ein bisschen diffizil. Macht definitiv warm, ist also so gesehen schon ein Qualitätskriterium. Und wer das mal ausprobiert hat, in einem Schlafsack mit Wärmekragen zu pennen und den ignoriert hat und einfach offen gelassen hat und im Vergleich, als es dann kälter wurde, nur den einen Unterschied gemacht hat, dass er den Wärmekragen zugezogen hat, wird unter Umständen bestätigen können, dass das wirklich ganz enorm viel bringt. Die eingangs erwähnten Werte für die Temperaturangabe eines Schlafsacks sind auch immer mit, wenn ein Wärmekragen vorhanden ist, mit dem Wärmekragen gerechnet. Also hat der Schlafsack einen, dann erreicht man nur die entsprechenden Temperaturangaben, theoretisch, wenn man diesen Wärmekragen auch zuzieht. Und zu den besagten Temperaturangaben, von denen wir ja eben schon gesprochen hatten, kann ich jetzt auch mal ein Beispiel zeigen. Denn dieses alte Ding hier hat so den Übergangsbereich. An der Zeit, als dieser Schlafsack produziert wurde, gab es halt ein breites Spektrum und kein wirklich einheitliches, unbedingt notwendiges System, wie man die Temperaturangaben in einem Schlafsack macht. Und dieser hier hat, als er neu war, eben bei 23 Grad, das war der höchste Wert, wo man drin schlafen hätte sollen, weil über 23 Grad hätte man erbärmungslos angefangen zu schwitzen. Ganz ehrlich, bei 23 Grad brauche ich überhaupt keinen Schlafsack. Da schlafe ich auch daheim mit einer ganz, 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 ganz dünnen Decke. Demzufolge, dieser Wert ist für den Eimer, der wird heutzutage auch nicht mehr angegeben, weil er einfach völlig sinnlos ist. Aber hier steht er jetzt halt noch drin. Und dann eben diese Toleranzgeschichte.
als Toleranz kann man so das angehen sehen, was halt eben heute diese beiden Komfortwerte sind. Der für die Frau und der für den Mann. Und hier wäre dann für die Frau minus 1 und für den Mann minus 7. Aber das wurde damals auch noch nach anderen Kriterien berechnet und mit anderen Messmethoden ermittelt bei so alten Schlafsäcken. Boah, der ist ja relativ leicht, der wiegt ja bloß 1450 Gramm. Hoi, da bin ich jetzt positiv überrascht. Ja, und extrem wäre jetzt in diesem Fall minus 26, aber das habe ich nie ausprobiert. Meine persönliche Erfahrung mit diesem Ding, als der noch neu war, das ist ungefähr, ich war da ja halt auch noch ein ganz junger Kerl, das muss man immer dazu sagen. So, der Junge, ein junger Mann, insbesondere ein junger Mann, hat so in der statistisch wahrscheinlich so das geringste Kälteempfinden. Da friert man also am wenigsten. Und ich hatte da nie Probleme und ich habe da auch mal wohl bei minus 8, minus 9 wunderbar drin geschlafen, während um mich rum die Welt untergegangen ist, was ich erst am nächsten Morgen rausgefunden habe und alles zugeschnallt gewesen ist. Andere hatten da größere Probleme, aber so gesehen war es ein guter Schlafsack. Irgendwann, das ist halt nun mal so, ist das Füllmaterial nicht mehr so bauschfähig, wie es das beim neuen Schlafsack ist. Insbesondere wenn man ihn ein paar Mal gewaschen hat, geht jedes Mal. Schlafsack waschen ist immer schlecht. Es gibt einen Punkt, an dem erreicht der Schlafsack eine Sättigung mit Schweiß und der mit Salz in seinen Fasern, dass es echt nicht mehr gut ist für den Schlafsack, ihn nicht zu waschen. Aber nach jedem Waschen verliert er ein kleines bisschen Bauschfähigkeit. Es hängt davon ab, wie man ihn wäscht, aus welchem Material der Schlafsack ist. Aber immer ein bisschen Bauschfähigkeit geht halt immer verloren. Deshalb sollte man ihn, wenn unbedingt notwendig, natürlich schon waschen, aber so wenig wie möglich. Also so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Das ist ja dieser entsprechende Spruch in diese Richtung. Ja, zurück zu den Bauteilen vom Schlafsack. Eine Kapuze haben die in der Regel auch alle. Da variiert halt eben enorm, wie groß diese Öffnung hier ist, aber auch allgemein jeder Mumienschlafsack hat eine Option, diese Kapuze eben zuzuziehen. Das ist auch so absolutes Standardding. Das kann auch ein Aldi-Schlafsack. Und dann gibt es natürlich auch logischerweise immer einen Reißverschluss. Und hier gibt es jetzt wieder große Qualitätsunterschiede. Zum Beispiel bei diesem alten Modell ist der Reißverschluss außen offen liegend. Das stellt immer eine sogenannte Kältebrücke dar. Kältebrücke ist eine Stelle am Schlafsack, an der es relativ wahrscheinlich ist, dass einem da kalt wird. Wenn man jetzt also mit so einem Schlafsack hier, der hier eine offensichtliche Kältebrücke sozusagen eingebaut hat, draußen rumliegt und man hat diesen Reißverschluss auf der linken Seite, könnte es sein, dass man auf der linken Seite dann irgendwo spürt, oh, da habe ich eine kalte Stelle. So äußert sich das dann in der Praxis für diejenigen, die das wirklich noch nie erlebt haben. Er hat zwar innen drin jetzt hier so eine Leiste, mit der innen der Reißverschluss nochmal zusätzlich abgedeckt wird, aber dazu kommen wir am Schluss bei meinem aktuellen Schlafsack. Besser ist es natürlich, wenn man draußen auch nochmal zumindest eine leichte Windschutzleiste wenigstens hat, dass der Wind nicht durch den Reißverschluss durchpfeifen kann und innen halt nochmal eine zusätzliche dicke Abdeckleiste. Aber das sind halt die Möglichkeiten, die da mit dem Reißverschluss bestehen. Ja. Und ansonsten die Bauweise des Schlafsackmaterials an sich ist bei den halbwegs modernen Dingern, also auch diesem 16-jährigen Modell, so, dass die Kammern aufweisen. Das kann man dann an den Nähten erkennen. Hier verläuft eine Naht und hier verläuft die nächste Naht und dazwischen bildet sich quasi so eine rechteckige Kammer. Und innerhalb dieser Kammern gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Da kann man das Füllmaterial einfach lose reinschmeißen und das verteilt sich dann in der Kammer hoffentlich einigermaßen gleichartig, gleichmäßig. Das ist die ganz billige Bauweise. Bei den etwas hochwertigeren Modellen wird das Füllmaterial innerhalb der Kammer noch in irgendeiner Form fixiert. Das kann zum Beispiel nochmal mit ein paar Quernähten der Fall sein. Aber das macht man heutzutage wiederum nicht mehr, weil je mehr Nähte der hat, also Löcher im Material auf gut Deutsch, weil da muss ja die Nadel jedes Mal durch, desto mehr
Ja, desto schlechter ist es natürlich für die Isolation, weil durch diese Löchlein auch jedes Mal wieder ein kleines bisschen Wärme verloren gehen kann. Man hat also lange Jahre quasi so eine Trade-off-Situation gehabt zwischen Füllung einfach nur reinstopfen und hoffen, dass sie sich einigermaßen gleichmäßig verteilt, dafür Nähte sparen, ergo wärmer, oder Füllung halt irgendwie fixieren, aber riskieren, dass man zusätzliche Nähte braucht und dadurch dann halt eben wieder weniger warm. Andererseits, wenn man die Füllung nicht fixiert, dann kann es halt einem passieren, dazu habe ich gleich auch noch einen Beispielschlafsack, die anderen Dinger gehen wir dann relativ schnell durch, ich muss jetzt erstmal noch die Theorie und so weiter und so fort noch ausführlicher erklären. Dann kann es halt eben passieren, dass die Füllung zum Beispiel auf die nur links in diese Kammer reinrutscht und auf der rechten Seite ist überhaupt keine Füllung plötzlich irgendwie mehr, auch im Laufe der Jahre, und die verklumpt sich auch irgendwie, das Füllmaterial, und hängt dann nur noch in der Ecke rum. Und dann hat man auf jeden Fall einen Haufen Kältebrücken irgendwann im Schlafsack. Da fällt mir übrigens gerade ein, was man immer vermeiden sollte, wäre dem Lagerfeuer mit einem Kunstfaserschlafsack, und jeder Schlafsack enthält einen gewissen Anteil an Kunstfasern, an das Außenmaterial. Das ist immer Kunststoff, ausnahmslos immer. Es gibt da so ein ganz paar Ausnahmen, die nochmal eine zusätzliche Biwaksackartige Hülle dann quasi nochmal in den Schlafsack integriert haben, die feuerfunkenresistenter sein soll. Aber wenn da ein ordentlicher Funke kommt, dann hat man im Schlafsack ein Loch. Punkt. Deswegen mit dem Schlafsack immer schön vom Feuer entfernt übernachten. Ja, dazu gibt es, glaube ich, keine Ausnahme. Worauf wollte ich jetzt noch hinaus? Heutzutage werden die Fasern oft teilweise mit der Innenwand verklebt, dass also keine zusätzlichen Löcher durch Nähte entstehen und trotzdem eben das Füllmaterial überall gleichmäßig verteilt ist und also auch solche Kältelöcher nicht entstehen können. Ich hatte zum Schluss bei diesem Schlafsack nicht so sehr das Problem, dass es irgendwo durch die verklebte Füllung Löcher gegeben hätte, sondern das Problem bestand eher darin, dass insgesamt einfach das Füllmaterial immer weniger aufbauspar gewesen ist. Denn, das wollte ich vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, die Isolationsleistung eines Schlafsacks kommt ja dadurch zustande, dass er ein möglichst dichtes Luftnetz quasi am Körper dran hält. Und dafür muss er eben ein Material haben, das so viele Poren hat, dass sich darin eben die Luft hält, ohne wegzuwehen, abzuwandern, denn warme Luft steigt ja nach oben, die will ja im Prinzip weg vom Körper, und das soll eben der Schlafsack verhindern, dass die von der Körpertemperatur aufgewärmte Luft am Körper woanders hingeht, als am Körper zu bleiben. Und dazu ist er da, und entsprechend mehr Isolationsmaterial, was da ist, hält eine dickere warme Luftschicht am Körper als weniges Isolationsmaterial, das nur eine sehr dünne warme Luftschicht am Körper halten kann. Und viel heiße Luft ist natürlich besser, das sieht man auch bei meinen Videos, als wenig heiße Luft. So scheiße fand ich den Witz jetzt gar nicht. Das war's zur allgemeinen Bauweise eines Mumienschlafsacks. Teilweise haben sie dann noch so kleine Goodies wie eine Innentasche. Hat der hier auch. Halte ich persönlich für Quatsch, habe ich noch nie gebraucht. Wenn ich was unbedingt im Schlafsack drin haben will, dann packe ich es mir in den Fußbereich, da findet man es am ehesten wieder in so einer Tasche, dann findet man die Tasche nicht, dann stürzt, dann liegt man drauf. Wenn es unten an den Füßen ist, stört es nicht. So, ich habe das Ding, glaube ich, 4 oder 5 Jahre im Einsatz gehabt, und der ist auch nach wie vor... Da war neulich sogar mal wieder im Einsatz. Ich verleihe den hin und wieder auch. Ich verleihe auch meinen anderen jetzt immer mal wieder. Ich habe nicht ewig viele Schlafsäcke, um die halt einfach nur rumliegen zu haben. Also so ist das nicht. Der ist also immer noch durchaus für, wenn es nicht zu kalt wird, so bis 0 Grad oder was, kann man als nicht so kälteempfindliche Person in dem alten Ding immer noch gut schlafen. Das geht schon. Dann ein wesentlicher weiterer Punkt, den man bei Schlafsäcken unbedingt ansprechen muss, ist eben die Frage nach dem Füllmaterial. Da gibt es nämlich eben die Kunstfaservariante und die erstens mal erheblich teurere, erheblich besser komprimierbare und erheblich wärmere Daunenversion. Ich habe genau einen Daunenschlafsack, man kann hier schon erahnen, dass der erstaunlich klein und sich wirklich extrem gut komprimieren lässt
Und im neuen Zustand war der auch noch bis 0 Grad brauchbar. Also so Komfort-Limit-mäßig 0 Grad. Ich habe bei 0 Grad mal drin gepennt und das war schon grenzwertig, aber das ging noch einigermaßen. Und jetzt habe ich natürlich den Kompressionssack für das Ding nicht da, aber der ist ungefähr so vom Format her. Also wirklich lächerlich klein. Wiegt, ich glaube, 800 Gramm. Also das sind einfach geniale Werte. Und deswegen ist so ein Daunenschlafsack halt schon interessant. Gekostet hat der aber damals, da gab es schon Euro, bestimmt 250. Oder ja, das kommt ungefähr hin. Ich weiß es nicht mehr genau. Das Teil ist von Yeti. Und da bin ich sozusagen auf die Daunenschlafsackfalle reingefallen mit diesem Ding. Das ist persönliche Meinung, dass ich das so empfinde. Das Problem bei Daunenschlafsäcken ist, anders als ein Kunstfaserschlafsack, sind die einfach hochempfindlich gegen Feuchtigkeit. Wenn ein Kunstfaserschlafsack nass wird, ist das nicht gut. Die Füllung kann verkleben, kann ein bisschen Bauschkraft verlieren und insgesamt ist das immer nicht gut. So, aber das Material an sich, das Kunstfaserzeug, das wärmt auch im nassen Zustand. Also selbst wenn einem der Schlafsack so richtig nass geworden ist, kann man noch bei halbierter Komforttemperatur, also wenn er halt bisher minus 10 hatte, dann ist man bei minus 5 wahrscheinlich immer noch so einigermaßen gemütlich in dem Ding. Das variiert von Schlafsack zu Schlafsack, lass es auch nur 0 Grad sein. Aber im Gegensatz zu einem Daunenschlafsack, wenn der nass geworden ist, dann kann schon wegschmeißen, in Anführungszeichen. Den kriegt man während der Tour, solange man nicht jetzt irgendeine Hütte findet, in der man 3 Tage lang das Ding ans Feuer hängen kann. Nicht übers Feuer, ans Feuer. Übers Feuer wäre eine schlechte Idee. In die Nähe des Feuers, ist noch besser formuliert. Aber solange man so eine Hütte nicht findet, hat man wirklich keine Chance, diesen Schlafsack in der Pampa jemals wieder trocken zu kriegen, außer es kommt eine Schönwetterperiode von 3 Wochen durchgehend Sonnenschein. Das ist aber ziemlich unwahrscheinlich, weil dass das Ding nass geworden ist, liegt wahrscheinlich auch am Wetter. Und das hört von jetzt auf gleich dann nicht für 3 Wochen lang plötzlich mit dem Regnen auf, nur weil man einen nassen Schlafsack hat. Und das ist eben der große Knackpunkt bei Daunenschlafsäcken. Damals hieß die Empfehlung bei Kauf Kunstfaserschlafsack oder Daunenschlafsack. Für mich habe ich das jedenfalls so gesagt gekriegt in verschiedenen Fachgeschäften, dass man mit einem Daunenschlafsack, ja gut, der kostet halt mehr und der sollte nicht nass werden, aber sonst ist das definitiv die bessere Wahl. Inzwischen ist man so weit, so wie ich es jetzt gelesen habe bzw. gehört habe, dass Daunenschlafsäcke nur noch für Regionen, die einfach nicht besonders nass sind, empfohlen werden. Und da ich immer in Regionen, in denen es besonders nass ist, also Schottland, Skandinavien oder sonstige Gegenden mit Scheißwetter, ich möchte ja auch noch gerne Alaska, Kanada und so weiter und so fort, also so typische Scheißwetterregionen eben, größtenteils eben unterwegs bin und da bietet sich ein Daunenschlafsack nur im Winter an. Und das ist aber auch der zentrale Anwendungsbereich eines Daunenschlafsacks eben, da man im Winter mit einem Kunstfaserschlafsack relativ bald die Grenzen des Machbaren erreicht. Selbst super tolle Kunstfaser, die der Daune nachempfunden ist, sozusagen eine künstliche Daune darstellt, dazu kommen wir auch noch, ist nicht so toll wie echte Daune. Jetzt muss man ein kurzer Exkurs zu den Federn. Daune ist ja die Isolationsfeder eines Vogels. Der hat, ganz grob gesagt, Schwungfedern, das sind die Dinger, die zum Fliegen da sind. Deckfedern, es gibt noch andere Typen, aber das ist sozusagen die Abdeckfeder, dieses normale Gefieder, was man außen sieht, das nicht zum Fliegen da ist, sondern einen gewissen Wetter- und Kälteschutz natürlich darstellt. Und darunter ist sozusagen das, was jetzt beim Säugetier mit Fell die Unterwolle darstellt, so ganz feine Federn mit so ganz, 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 ganz dünnen, hohlen Fasern, die natürlich die Luft wunderbar am Vogel halten. Gerade eben dadurch, dass die auch hohl sind und das innen drin auch mit Luft gefüllt. Und diese Luft kann gar nicht entweichen. Die kann gar nicht anders, als sich aufzuheizen in der Nähe des Vogels. Was durchaus tolle Isolation eben denen verschafft. Man nimmt für solche Schlafsäcke üblicherweise Gänsedaune. Das macht auch von daher Sinn, da die Gans ja durchaus auch ein Vogel, also die Standard-Graugans, von der die Hausgans abstammt. Es kommen hier keine Graugans-Daunen rein. Also ich hoffe es schwer, dass das nicht so ist. Aber
da von der Graugans stammt ja die Hausgans ab und die Graugans ist ein Vogel, der über den Himalaya fliegt. Das heißt, die muss doch irgendwie ganz gut isoliert sein gegen kalte Temperaturen und die kommt halt auch wirklich überall in der nördlichen Hemisphäre überall vor. Das heißt, das ist einfach ein grundsätzlich großartiges Material, so eine Gänsedaune. Entsprechend teuer ist so ein Schlafsack. Und Aspekt zum Umweltschutz noch schnell, man kann bei der Daune auch Zeug kaufen, das von dem lebenden Vogel gerupft worden ist, wo die Viecher wirklich enorm gelitten haben beim Entnehmen der Daune, wo man sich gar nicht die Mühe gemacht hat, die vorher zu töten, in Anführungszeichen. Da gibt es wirklich schlimme Fälle, wo ganz viel schief gegangen ist, deshalb würde es Sinn machen, meiner Meinung nach, dass man sich beim Kauf von einem Daunenschlafsack vor dem Kauf informiert, wo die Daune her ist, die da drin ist. Es gibt da auch so ein bisschen Zertifikate für besonders Daune von glücklichen Gänsen, so ungefähr kann man das formulieren. Bin da jetzt auch nicht ganz auf dem Laufenden, aber es gibt da so Sachen und man sollte zumindest mal ein bisschen drauf achten, ob da überhaupt irgendwas dabei steht, woher die Daune ist. Wenn die Daunenherkunft überhaupt nicht geklärt ist, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass die aus irgendwelchen fragwürdigen Quellen stammt und ja, ich habe ja nichts gegen das Töten von Tieren, wenn man die verwerten möchte. Sei es jetzt nun, also im Idealfall natürlich alles an denen. Also sprich das Fleisch und die Daune. Das ist ja gerade auch gut, dass man die Gans nicht nur futtert, sondern auch gleichzeitig noch eine Verwendung fürs Gefieder findet. Aber das sollte doch bitte so tierschonend wie irgendwie möglich ablaufen. Ist immer so eine Sache, weil Tod ist Tod, aber und ein schonender Tod, da kann man sich jetzt streiten, inwiefern es sowas überhaupt gibt. Aber wenn ich da zu lange drüber nachdenke, werde ich noch Vegetarier und das möchte ich gern vermeiden. Jetzt muss ich mal kurz den Akku wechseln.